Hallo, wir sind Roman, Alex und Paul. im kommenden Wintersemester haben wir von der Hab uns wieder einiges vorgenommen auf unserem YouTube-Channel. Zum einen setzen wir die Vorlesung von Hans-Martin Schünemann aus dem Wintersemester fort. Es soll diesmal nicht nur um die philosophische Kritik der Corona-Politik gehen, sondern allgemeiner um die Zukunft der Demokratie angesichts der zunehmenden Ökonomisierung, Medizinisierung und Digitalisierung unserer Gesellschaft. Alle drei Tendenzen haben sich im Zuge der Corona-Krise verschärft. Dadurch ist die Demokratie so gefährdet wie selten zuvor. Wie schon im Wintersemester wird Professor Schönherr-Mann im Durchgang durch einige Klassiker der Philosophiegeschichte diese Phänomene erörtern und in einen größeren Zusammenhang bringen. Zusätzlich haben wir vier Gastreferenten eingeladen. Ich zum Beispiel werde über Ernst Bloch sprechen, der in der Medizin und der Technik nicht nur Hemmnisse, sondern vor allem Wegbereiter zum Erreichen echter Demokratie sah. In einer zweiten Reihe werden wir selbst sprechen, beziehungsweise um genau zu sein, sechs Experten aus unseren Reihen, die 11 Klassiker der Philosophiegeschichte vorstellen werden, die Ihnen persönlich besonders am Herzen liegen. Ich werde zum Beispiel über Thomas Hobbes sprechen, und zwar auch abseits von Thomas Hobbes Vertragstheorie. Und ich werde Schelling präsentieren und eben über eine interessante Wendung sprechen, die sich in seiner Philosophie vollzogen hat, von Idealismus in Richtung Materialismus. Ja, und ich werde Jean-Jacques Rousseau vorstellen, den wichtigsten Vordenker der französischen Revolution, und nochmal Ernst Bloch, der als deutscher Philosoph der Oktoberrevolution bezeichnet wurde. Daneben werden wir noch weitere Figuren der Philosophiegeschichte von Aristoteles bis Sloterdijk erörtern. Ende des Jahres wird zudem die kommende Ausgabe der Nartext erscheinen. Titel der Ausgabe ist Sind wir am Ende? Die Philosophie der Apokalypse. Sind wir jetzt eigentlich endlich am Ende? Ja, ich glaube schon. Okay. Schaltet uns ein, abonniert unseren Channel, lasst uns ein Like da. Und spendet uns vor allem auch.